Ja, also mein Name ist Roman Ganzer. Ich bin Professor für Urologie und seit Juli 2017 in der urologischen Abteilung der Asklepios Stadtklinik Bad Tölz beschäftigt als Chefarzt. Also für mich war das immer eine Wunschgegend, hier arbeiten zu können irgendwann mal. Es ist einfach diese Mischung aus der Gegend, die sich ganz klar in der Freundlichkeit und in dem positiven Denken der Leute, der Mitarbeiter, auch der Patienten widerspiegelt. Also in Bad Tölz haben wir von Anfang an den Schwerpunkt der minimalinvasiven urologischen Chirurgie etabliert. Dazu gehört die Roboterchirurgie und die Laparoskopie in 3D. Moderne Technologien, Innovation war für mich mit der Hauptgrund, mich hier auch für diese Abteilung, das Konzept zu entscheiden. Der Da Vinci ist sozusagen, er nennt sich Roboter, aber es ist unser Hauptarbeitspferd, mit dem wir hier diese Operation durchführen. Sowohl die Patienten als auch das Pflegepersonal ist fasziniert, wie gering die Beschwerden sind und wie schnell man wieder auf den Beinen ist und wieder zu Hause ist. Seit wir dieses Spektrum hier anbieten, die Roboterchirurgie und die Laparoskopie, kommen Leute von regional, aber auch überregional zu uns. Also die Teamarbeit ist für mich einer der entscheidenden Faktoren für einen gut funktionierenden Alltag, sowohl innerhalb der ärztlichen Abteilung, aber auch ganz besonders mit der Pflege zusammen. Generell gilt für mich immer der Grundsatz, wer Leistung fordert, muss Sinn stiften. Es müssen alle wissen, wofür sie das tun und auch den Spaß dabei wieder entdecken. Und dadurch steigt die Motivation und die Leistung. Und da ist ganz klar die enge Kooperation mit der Pflege, die Wertschätzung und der Austausch auch sehr, sehr wichtig.